Dann begrüße ich Sie alle recht herzlich hier zu unserer dritten Kinolounge hier beim Heimspielfest. Die Kinolounge ist ein Format, wo wir versuchen möchten, Filminteressierten auch die Gelegenheit zu geben, selber mit Filmschaffenden ins Gespräch zu kommen. Wir hatten ja am Donnerstag und am Freitag schon zwei ganz schöne Gespräche mit unseren Hommagegästen, mit Bibiana Beglau und mit Joachim Krohl. Einige von Ihnen erinnern sich bestimmt noch an letztes Jahr, als wir Ulrich Seidel zu Gast hatten und auch eine ganz schöne Kinolounge mit ihm hatten. Aber wir interessieren uns natürlich nicht nur für Hauptdarsteller und für Regisseure, sondern speziell auch für Filmschaffende, die mehr im Hintergrund agieren, wo man vielleicht als Zuschauer normalerweise nicht so gleich den Einblick bekommen kann. Wir hatten beispielsweise die Casterin Simone Bär zu Gast bei Heimspiel 3, auch schon einige Drehbuchautoren und Kameramänner und Produzenten. Aber interessanterweise hatten wir aus einem Arbeitsbereich noch nie jemanden zu Gast. Dabei ist das ein Bereich, der klassischerweise oft im Verborgenen stattfindet, nämlich aus dem Bereich der Montage. Also des Filmschnitts, würden manche auch sagen. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir hier drei Vertreterinnen dieses Berufsfeldes sozusagen zu Gast haben. Ich möchte sie kurz Ihnen vorstellen. Als erstes begrüße ich Juliane Lorenz, eine Editorin, die eng mit bedeutenden Regisseuren wie Werner Schröter und natürlich Rainer-Werner Fassbinder zusammengearbeitet hat und die damit für einige der künstlerisch interessantesten deutschen Filme mitverantwortlich ist. Sie ist auch selbst Regisseurin, Produzentin, Autorin und seit einigen Jahren ist sie auch Präsidentin und Geschäftsführerin der Rainer-Werner Fassbinder Foundation und die Verwalterin seines Erbes. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Juliane Lorenz. Als zweites möchte ich gern Bettina Böhler begrüßen. Sie hat inzwischen mehr als 50 Spiel- und Dokumentar- und Fernsehfilme montiert und ist vielen vor allem bekannt für ihre Zusammenarbeit mit Regisseuren der sogenannten Berliner Schule, die wir auch selber immer ganz gerne bei Heimspiel im Programm haben. Wir hatten Herrn Petzold auch schon zweimal zu Gast bei Heimspiel. Deswegen freuen wir uns natürlich auch sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Bettina Böhler. Und als Dritte im Bunde begrüße ich Marin Unterburger, eine junge Editorin, die sozusagen noch ganz am Anfang ihrer Karriere steht. Sie hat an der Filmschule in Köln Editing, Bild und Ton studiert und ihr Abschlussprojekt Beat Beat Heart von Luise Brinkmann, die übrigens auch hier bei uns im Publikum sitzt, hallo, wird heute auch noch bei uns im Programm laufen, werde ich gleich noch sagen, wann. Und außerdem hat sie heute Geburtstag, deswegen ein ich habe so den Eindruck, wenn man als Laie über Film spricht, dann fällt es einem oft besonders schwer, über Montage zu sprechen. Also ich habe so das Gefühl, man kann leichter über die Leistung von Schauspielern sprechen, vielleicht über irgendeine besondere Kamerafahrt oder so, die einem aufgefallen ist. Aber gerade bei Filmen, die eher subtil geschnitten und subtil montiert sind, habe ich so das Gefühl, also wo jetzt keine auffälligen Jumpcuts oder irgendwie Splitscreens sind, spricht man eher weniger über die Montage als Laie. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt hier eben drei Expertinnen da haben, die sich uns so ein bisschen in die Kunst der Montage auch einführen können. Bevor ich das Gespräch öffne und Sie als Publikum natürlich auch Fragen stellen, würde ich gern selber ein paar Fragen stellen. Und zwar habe ich es ja einführend schon gesagt, vielleicht eine Frage an Sie alle drei. Es gibt viele Bezeichnungen für Ihr Berufsfeld. Also manche Leute sprechen über Schnitt, über Cut auf Englisch. Von Ihnen, Frau Lorenz, und von Ihnen, Frau Böhler, weiß ich, dass Sie eher die Begriffe Montage und Editieren bevorzugen. Vielleicht könnten Sie uns einführend mal erklären, warum und was vielleicht so die unterschiedlichen Bedeutungen sind. Wer auch immer anfangen möchte. Wie fängt zuerst an? Gut. Also erstmal mit dem Begriff Montage ist es für mich so, dass es einfach sehr viel treffender das beschreibt, was wir machen, beziehungsweise was wir für eine Aufgabe haben in diesem ganzen Filmgebäude. Nämlich wir montieren die Szenen, wir schneiden sie zwar auseinander, um sie dann wieder zu montieren. Ja? Also der Film, und das ist auch, also Schneiden ist ja im Grunde was, hat was Zerstörerisches.
und montieren eben was zusammensetzen, das ist also ein positiver Begriff und schneiden ist für mich im Grunde ein negativer Begriff. Also insofern ist das, also ja, also und auch im Französischen, ich meine, also ich habe mich da eher, also im Grunde in jedem französischen Film steht eben Montage und das finde ich auch einfach den richtigen Begriff. Im Deutschen ist halt das Problem, dass Montage eben auch bedeutet, irgendwelche Fabriken aufzubauen und darum ist auch dann sozusagen die Übersetzung von Montage auf die Berufsbezeichnung als Monteur oder Monteurin eben leider nicht möglich, wie es ja im Französischen ist, weil wir sind eben keine Heizungsmonteure und darum haben wir uns eben überlegt, jetzt doch, also seit 10 Jahren im Grunde und versuchen diesen Begriff der Editoren eben, der Editor oder Editorin eben durchzusetzen, weil das eben auch das viel mehr bezeichnet, was wir tun, nämlich wir haben auch etwas mit Herausgeben zu tun, wir geben den Film heraus, ja. Wir setzen ihn zusammen und bestimmen quasi doch sehr maßgeblich die Endform des ganzen Produkts mit. Und das ist im Grunde eben das, was Filmmontage macht. Ja. Frau Lorenz, möchten Sie noch was hinzufügen? Ja, eine Menge. Ja, Sie hat erstens mal total recht. Es stimmt, was Sie sagt. Ich kann es jetzt sozusagen aus der historischen Sicht kurz ein bisschen beschreiben. Als ich anfing, war ich noch sehr jung und hatte gar nicht so viel Ahnung von Montage und habe mir auch gar keinen Kopf darüber gemacht. Nur ich hatte das Glück, einen großartigen Regisseur als Lehrmeister zu haben, der zwar sehr genau wusste, was er wollte, und auch sehr genau seine Drehbücher schrieb und auch die seine Bilder aufgelöst hatte. Im Grunde würde man sagen, es war ganz einfach. Aber er hatte mir was beigebracht, das mich dann zu diesem Kampf um das Wort Montage führte. Dafür habe ich dann auch 1992 einen Bundesfilmpreis bekommen und jeder dachte, ich bin verrückt und vor allem eitel. Aber genau darum ging es, was eben Bettina gesagt hat. Es geht ums Herausgeben. Editorin ist der richtige Begriff natürlich. Manche sagen, ich schneide, das ist okay. Damals war das, was mich so dazu beflügelt hatte, war, dass ich natürlich durch die Filme von Fassbinder, die schon sehr, sehr komplex waren, ich war ja in der letzten Phase, habe ich 14 Filme mit ihm gemacht, dass er einfach sagte, ich mache Regie und du bist der Editor. Das hat er mal so gesagt, aus Versehen, glaube ich. Und das ist deine Verantwortung und bitte mach. Und das musste ich übernehmen. Das heißt, ich habe jetzt die Filme im Gegensatz zu Werner Schröters Filme, die sehr poetisch, sehr assoziativ, auch mit Kamera sehr verbunden von Elfi Mekesch waren. Da habe ich wirklich die Filme gestaltet. Ich habe wirklich einen anderen Anfang. Es gab keine Drehbücher meistens, außer bei Malina von Elfriede Jelinek damals, die aber ihr erstes Drehbuch überhaupt geschrieben hatte, die das jetzt auch nicht so genau wusste, was ist das, ein Drehbuch, aber das wunderbar diesen komplexen Roman Malina von Ingeborg Bachmann umgesetzt hatte. Also hatte ich jetzt ganz konkret zu dem Regisseur Schröter, nachdem ich das 6,5 Jahre mit Fassbinder gelernt habe, gesagt, ich ertrage es nicht, jemand neben mir zu haben. Das kam nämlich dazu, dass die sogenannten Autorenfilmer des jungen deutschen Films der Meinung waren, das mussten sie auch, weil sie keine anderen Chancen hatten, dass sie die Filme alleine machen. Und sie saßen immer nebendran, nicht alle, Fassbinder eben nicht, und waren auch ganz und gar davon überzeugt, das war der Kampf, den sie für sich brauchten. Und es gab aber immer schon vor meiner Zeit 2 oder 3 Cutter, die haben sich nicht Montage genannt, die waren aber ganz großartige Monteure, nur haben die sich dem noch untergeben, das ist Peter Pschigoda oder Dagmar Hirz, auch Frau, wie hieß sie denn noch, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Jedenfalls war das eine Entwicklung und auf einmal war der Kampf klar, es ist tatsächlich ein kreatives Element und ich weiß, 1988 habe ich mal ein Interview gegeben und habe das also verkündet. Und immer mehr kam das dazu, dass es dann eben anerkannt wurde. Und ich bin da sehr stolz drauf, dass meine Kolleginnen das übernommen haben. Und es wird auch heute verstanden. Und viele Leute verstehen auch immer mehr, dass auch die Produktion eines Filmes ja ein ganz komplexes Wesen ist. Ich zum Beispiel musste noch alle Töne selber machen. Ich war auch ein Toncutter. Ich habe das Bild gecuttet. Oder montiert, Entschuldigung. und so hieß es eben früher. Ne? Und ich musste alles machen. Und auf einmal kamen Toneditoren, die haben sich früher auch Toncutter genannt, auf. Und das war eine große Erleichterung. Das war auf einmal eine Teamarbeit. Das heißt, sie hatten den festen Stand als oberster Chef der Abteilung Montage.
Sie haben alles mit Ihren Kollegen zusammen besprochen. Die nächste, nach dem abgeschlossenen Schnitt, das manchmal auch kurz vor der Mischung erst abgeschlossen war, haben die Toneditoren schon parallel mitgearbeitet. Und das heißt, wir sind viel, viel, viel professioneller geworden. Und das finde ich so wichtig. Und dadurch kam dieser Beruf, der einer der tollsten Berufe ist übrigens. Es hat mir alles gegeben, was ich je später gemacht habe, ob ich jetzt selber Dokumentarfilme gemacht habe oder eine Firma geleitet habe. Es heißt einfach, Sie müssen das gesamte Gebilde eines Filmes erfassen als Editor, müssen es gestalten, dürfen sich nicht von dem armen Regisseur, der manchmal großartig ist, aber keinen Abstand mehr hat zu seinem Material, verwirren lassen. Ich hatte so einen, der immer dann am Schluss gesagt hat, alles ganz furchtbar. Und dann habe ich gesagt, geh weg, geh 6 Wochen weg und dann schau mal. Und das hat ihm geholfen. Also solche Dinge würde ich, da könnte ich jetzt noch länger drüber reden. Ich will aber, dass du jetzt was sagst. Ich soll jetzt was sagen. Ich kann da kaum was hinzufügen, weil doch, doch, doch. Ich wurde da auch drauf sensibilisiert, gerade in der Filmschule, einfach mit den Begriffen, dass es, und mir gefällt die Umschreibung des Herausgebens und des Gestaltens einfach sehr gut, und das ist, wir sind ja nicht nur Klicker, die schneiden, sondern es geht dieser Begriff des Editors, also Montage ist bei uns tatsächlich nicht so geläufig geworden, da werde ich jetzt auch mehr darauf achten, dann wie ich mit dem zu dem Begriff dann stehe. Bei uns ist es dann einfaches Film-Editing eben auch gewesen, wahrscheinlich auch wegen der wegen unserer Sprache einfach, die jetzt natürlich auch dann den englischen Bezug hat. Ja, und das umschreibt das eben mehr, und es ist halt dann eine Respektsache, sag ich mal, den Beruf dann in dem Wert zu schätzen. Wobei ich sagen muss, ich sag immer dann dazu, im Volksmund bin ich Cutter, weil viele das noch einfach, jetzt gerade die nicht vom Fach sind, dann halt nicht, nicht so umfassen können, was, ne? Und dann sage ich, also ich bin Filmeditorin, und dann kurz gucken. Und dann, also eben mein Volk, und sagt man Cutter. Ah, ja, ach, kann man das auch? Ist das ein eigener Beruf? Nein, also ist es halt so, genau. Ja. Gut, Frau Lorenz, Sie haben es gerade schon kurz angesprochen. Die meisten kennen Sie wahrscheinlich als enge Mitarbeiterin und auch als letzte Lebensgefährtin von Rainer Werner Fassbinder. Sie haben ihn kennengelernt mit Anfang 20, noch sehr jung und auch noch eine relativ unerfahrene Assistentin, Montageassistentin, habe ich gelesen. Und er hat sie dann, glaube ich, relativ schnell ins kalte Wasser mehr oder weniger geschmissen. Also ich habe gelesen, dass er erstmal gar nicht so klare Anweisungen gegeben hat, sondern mehr so nach dem Motto, mach mal, sie einfach hat ausprobieren lassen. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Vor allen Dingen war er ja damals auch schon bekannt und auch berüchtigt. Vor allem berüchtigt. Genau. Vielleicht könnten Sie uns da einfach ein bisschen was dazu erzählen. Wie waren so die Zusammenarbeit mit Herrn Fassbinder? Also ganz kurz, ich muss es wirklich kurz machen, sonst wird es zu lang. Ich hatte 2 Dokumentarfilme mit einem Regisseur in München gemacht, Ernst Batter, für die Firma Telux Film. Und damals war der Chef so begeistert von meiner Energie und sagte, können Sie schneiden? Ich sagte ja, ich habe es noch nie gemacht gehabt. Ich studierte in der Zeit, und er sagte, Sie dürfen nie darüber reden, dass Sie das noch nicht gemacht haben. Und das hielt ich durch, und der Regisseur sagte dann, also die goldene Schere hast du noch nicht, aber die silberne. Und das ist mein erster Film. Also das ist erstmal, das war noch möglich. Man hatte einen Steenbeck und es war einfach, man hatte das Material in der Hand. Und ich hatte natürlich, weil ich dachte, ich müsste gleich Regisseurin oder sowas in der Richtung werden, hatte ich ein Praktikum beim Kopierwerk gemacht. Bin dann aber wieder zurück in die Schule gegangen. Das war bei Geierwerke, und das hat mir sehr geholfen, also einfach praktisch, so wie man heute auch bei Ari, ist glaube ich noch der einzige Dienstleister, der ausbildet, eben auch das Digitale und alles drumherum lernen kann. Und ich war mir immer sicher, doing oder learning by doing ist das Beste. Also so genau wusste ich es auch nicht, ich machte es. Jetzt komme ich da als um 5 Ecken als erste Assistentin zu einem Film, das war eher ein Low-Budget-Film von Fassbinder, der hieß Chinesisches Roulette. Und ich war einfach begeistert von seiner Art, wie er Bilder gestaltete. Ich muss dazu sagen, ich war ein totaler Cineast, kam schon mit 5 Jahren zum ersten Mal, so wie Cinema Paradiso, mein Stiefvater war Filmvorführer.
und hat mich da hinten hingesetzt. Und ich guckte immer und war natürlich total in dieser Welt. Ich hatte keine Ahnung, wie die zusammenkommen, die Filme. Aber dann war auch ein Onkel von mir, der war der Gründer des Deutschen Filmmuseums, der hat mich, Filminstituts, so in Wiesbaden, und der hat mich da mehr oder weniger dann mal aufgeklärt, dass ich Filmgeschichte auch ein bisschen mehr antun sollte. Und die kannte ich noch nicht so gut, und die Zeit Ende der 60er war jetzt nicht so Mitte, Ende der 60er so großartig, was man so im Kino sah. Der neue deutsche Film war ja sozusagen ein Geheimunternehmen noch Anfang der 60er und waren immer die bösen Buben, die irgendwie alles anders machen. Und mein Stiefvater sprach dann auch irgendwann mal von einem Film von Fassbinder, und der so seltsam sei. Und dann hatte ich das Wort, also ich meine den Namen mal gehört. Also damals war Filme machen noch was irgendwie, also eigentlich waren das Filme, es gab ein paar Produzenten in Deutschland, die machten eben erfolgreiche Filme für, was weiß ich, also was für Titel hatte ich denn so im Kopf? Ich weiß es gar nicht mehr. Also man hatte amerikanische Filme einfach mehr im Kopf, und das war natürlich ein Problem auch, ne? dass wir eine eigene Identität haben könnten als Filmland, Westdeutschland, wir reden noch von Westdeutschland. Und danach, mit Fassbinder begann auf einmal dieses, hast du das gesehen, guck das da an, Bücher. Wir haben uns ausgetauscht, und das Gute, was ich sozusagen mitbrachte in die Runde, war, dass ich ein Visconti-Fan war und Renoir-Fan, und das war schon mal gut. Und ich konnte mitreden, und ich habe nicht viel geredet. Ich hatte natürlich Respekt vor ihm am Anfang. Und das Besondere war, dass er überhaupt kein Bildermann war im Schneiderraum, sondern wahnsinnig konzentriert, nicht viel redete und auf seine Sachen, die er vorbereitet hat, die er sehr genau gedreht hatte, zum ersten Mal mit Anna Karina in chinesischem Roulette, das war seine Vivre Savi-Hauptdarstellerin, Godard-Gefährtin und Hauptdarstellerin. Und so Sachen, wer spielte die Schauspieler, wer machte den Schnitt, all das war früher, also zumindest bei ihm, sehr wichtig. Und der nächste Film war, weil er merkte, dass ich nicht ganz so doof bin, war dann automatisch Bollwiese, ein Fernsehfilm, zweiteiliger. Und schon beim nächsten Film habe ich die Vertonung gemacht. Das war nicht so schwer, um es ehrlich zu sagen. Also wenn man was will, kriegt man eigentlich alles hin. Es war so spannend, weil der Inhalt so toll war. Und weil man auf einmal Oskar Maria Graf kennenlernte. Ich wusste nichts von, das war der Autor von Die Ehe des Herrn Bollwieser, so hieß der Roman. Und so weiter. Es war Learning, nur Filme machen war nicht Technik für mich. Also wie man so eine Maschine anmacht, ein Steamback, das war mir schon klar. Und dass man das einlegt, das konnte man ja schnell lernen. Ne? Und wie dann aber die ganzen Montagebereiche gingen. Und jetzt kam der wichtige Film, das war Die Speer, das war der erste große, teure westdeutsche Film, Bavaria-Produktion, Guerilla 2 mit Dirk Bogarde in der Hauptrolle. In der Zeit waren viele Filme in München, weil das einzige große Studio war. Bergmann machte das Schlangenei, Billy Wilder war auf dem Gelände und machte Fedora. Also es war ein heiliger Gral für mich. Und irgendwie, so habe ich das irgendwie immer noch in mir, wenn ich in einen Schneiderraum kam, es war dunkel, es war was ganz Besonderes. Und jetzt erzählen wir die Geschichte. Und eigentlich ist das Wichtigste auf der Welt. Und so ging das weiter. Das habe ich immer. Ich habe auch immer gedacht, ich bin dann die. Also die Ehe der Maria Braun war für mich schon eher etwas wie, ich bin Maria Braun. Also ich habe mich da so richtig reingefressen. Das muss man auch. Ich war auch Malina. Ich war das alles. Und danach war ich völlig fertig. Weil das natürlich, das war nicht irgendwie ein Leben, zu dem man, also man ging nicht so zum Schneidetisch und schnitt mal 6 Stunden und ging wieder nach Hause und kochte, sondern es waren teilweise 20 Stunden, 16 bis 20 Stunden, und es war Freude. Der Fassbinder war gut dafür, aber er war bei Alexanderplatz, meinte er auch, jetzt müssen wir das ordentlich machen, wir drehen um 10 und um 16 Uhr ist Schluss. Und um 17 Uhr hast du den Schnitt vorzuführen. Das heißt, da gab es keine Muster mehr. Er hat das einfach beschlossen, hatte mir das bei einer Urlaubsreise gesagt, und ich sagte, was heißt denn das genau? Ja, das heißt, ich drehe nur noch 2, höchstens 3. Du musst das selber aus, du bietest das am nächsten Tag an. Und zwar im Schnitt. Und nur so ging das durch Alexanderplatz durch, sonst hätten wir nicht... Es war mal geplant, 254 Drehtage, es wurden dann 100,
234 Drehtage. Es wurden dann 156. Und ich habe immer parallel 9 Monate lang den Dreh von gestern angelegt, Assistenten am nächsten Tag, außer Berlin, da war das Kopierwerk in München, was übernächster Tag, weil es ja wieder hin und her geschickt werden musste. Und am nächsten Tag musste ich abends um 17 Uhr, es konnte auch mal 18 Uhr werden, den Dreh von den letzten, vom letzten Tag, und das waren meistens 20 bis 35 Minuten Schnitt. Und dadurch wurde ich sozusagen zur, das war eine, nicht Fabrik, aber man kam so sehr in diesen Rhythmus rein. Morgens fragte mich, wie war nochmal die letzte Einstellung von der Szene so und so, die wir da und dann gedreht haben. Und dann hat er schon wieder seine Bilder vorbereitet gehabt, und das war eine einzige Maschinerie, und das fand ich natürlich großartig. Und als er nicht mehr war, war das ziemlich schwierig, weil die Leute waren einfach langsamer. Und das ist okay. Und ich musste erst mal lernen, mit viel, viel mehr Material umzugehen. Also Lili Marleen war zwar ein großer Film, großes Budget, 11 Millionen oder sowas, und mit auch teilweise 2 Kameras gedreht, aber es war so genau vorbereitet. Durchgedreht, alles vorne, hinten, das. Natürlich musste ich mich da ein bisschen erweitern. Es war überhaupt alles mehr Montage in den letzten Jahren. Aber er hat eben sehr genau seine Vision und seine Bilder gestaltet, und dadurch kam man auch, der Xaver Schwarzenberger später, gut, ich bin mit Ballhaus als Kameramann aufgewachsen, klar, das ist natürlich was Schönes, aber das hat er auch nicht ganz alleine gemacht, sondern da gab es eben einen Regisseur, der schon sehr geübt war. Ich sage, Maria Braun war sein Film Nummer 26 oder 27. Und das in 16 Jahren. Der Junge hat natürlich sich selber auch immer wieder, wir haben gelernt, neue Sachen ausprobiert. Wie geht das? Und das ist durch die heutige Technik natürlich alles noch viel leichter. Aber ich weiß im Gesamten, das habe ich ja selber lernen dürfen, viel, viel, viel komplexer geworden. Und auch nicht mehr, also wenn mal eine Maschine dann wieder runtergeht und dann müssen sie wieder warten, dann haben sie den Faden verloren. Das war mein Problem. Also Evid ist wunderbar, aber wenn dann, als ich dann angefangen habe zu lernen, da waren natürlich noch Kinderkrankheiten und dann mussten sie wieder alles überspielen und wieder das. Das war eben etwas anderes. Mhm. Weil Sie es gerade ansprechen, die Umstellung. Wir haben jetzt mehr oder weniger eine zweite Generation Editoren auch noch hier. Sie haben wahrscheinlich gleich digital gelernt, oder haben Sie noch analog schneiden lernen? Aber wir haben es probiert. Wir haben in der Schule in Steenberg stehen, was ist Steenberg? Steenberg stehen und haben halt einen kurz, also eine Kameraübung praktisch dann da mal schneiden dürfen. Mhm. Und ich habe da so einen riesen Respekt davor. Ich kann das nicht sagen, weil das hat einfach so viel auch mit so einer Fingerfertigkeit und mit einer Feinmotorik zu tun, zusätzlich zu dem kreativen Part, den ich meine, bestimmt, ich musste mich jetzt da sehr drauf konzentrieren, wenn man da geübt war, hat man darüber nicht mehr viel nachgedacht, nehme ich an, aber für mich war das halt eine unheimliche Konzentration, da alles richtig zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich das, ich kann mir so Schlechtes vorstellen, so Filme ganz zu montieren, weil man ja eigentlich den Film vorher im Kopf sehen muss, weil du machst definitiv das Material kaputt, wenn du schneidest. Mhm. Und kannst es natürlich wieder kleben. Also natürlich wurde da, gell, also wurde ja schon nochmal umgeschnitten oder das sowas. Das war linearer einfach. Aber jetzt kann ich ja hin, also ich bin so eine Rumprobiererin und denk mir schon oft, das hättest du vielleicht so in der Art und Weise hier noch einen Frame Dump zurückfunden und nicht so machen können. Du musstest es schon sehen vor deinem inneren Auge, so stelle ich es mir zumindest vor. Mhm. Aber das kann man nach einer Kameraübung nicht sagen. Mhm. Sie haben auch beides? Ja, eben, also ich habe nun wirklich, ich habe sogar länger analog geschnitten als jetzt, nämlich 20 Jahre analog und jetzt 15 Jahre digital oder 16. Und es ist einfach so, also darum, ich bin froh, dass ich noch zu dieser Generation gehöre, die eben das andere damit aufgewachsen sind, weil ich finde, das Denken ist natürlich ein anderes. Ja? Also ich denke völlig anders eben über dieses Material nach, als jemand, der eben nur sozusagen das einfach, ja, also das Virtuell nur noch nachvollzieht. Ja? Also, und der große Unterschied vom analogen zum digitalen Schnitt ist einfach, dass beim analogen man immer gezwungen war,
die Bilder wirklich laufen zu sehen. Ja, also immer im, weil selbst wenn man im, es gab natürlich einen Schnellgang an diesem Steenbeck, ja, also dass der dann, weiß ich nicht, doppelt viermal so schnell oder so wie, also es hat schon immer alles natürlich gedauert auch, aber selbst wenn man dann die Rolle, und man hatte ja immer eine Rolle, das waren irgendwie 20 Minuten, glaube ich, immer, also eine Filmrolle, die man eben dann bearbeitet hat, ein Akt nannte man das, und das heißt, man war immer, selbst wenn man dann am Ende dieser Rolle war und man ließ es wieder schnell im Rückwärtsgang laufen, war man eben gezwungen, das anzugucken. Und das hat natürlich wahnsinnig geschult auch. Ja? Also geschult und dieses Material, diese Bilder haben sich ganz anders natürlich ins Gehirn sozusagen eingebrannt als heutzutage beim Digitalen. Ich meine, ich will nicht mehr zurück, das ist klar, weil das Digitale hat natürlich unermessliche Vorteile auch gegenüber damals, aber diese, einfach diese Rezeption des Materials, die hat man heute nicht mehr. Und das ist ein Riesenunterschied, finde ich, schon eben im, sozusagen im Erfassen des Ganzen. Also heute, man muss mich wirklich zwingen, mir, also und ehrlich gesagt, ich gebe zu, ich mache es auch nicht, ich gucke mir nicht mehr Muster an komplett. Wozu? Ja, also ja, weil das ist halt, also weil ich sehe, ich kann ja eben springen, ja, ich kann ja irgendwie, ach, ich gucke mal in den Take, ich gucke mal in den und so. Und das ist natürlich einerseits ein Vorteil, aber man, ja, also man nimmt dieses Gesamtmaterial sehr viel zerstückelter wahr, natürlich, als damals, ja, also und ja, und das, also das heißt, ich finde, man muss sich schon eben viel mehr disziplinieren, dieses Material in sich aufzunehmen als früher. Mhm. Weil früher ging es gar nicht anders. Ja? Oder man wäre rausgegangen aus dem Raum, was auch Quatsch ist. Ja? Also, weil das waren eben so Abläufe, die physikalische Abläufe sozusagen, die eben nötig waren, weil diese Sache nun mal so funktioniert hat. Und aber der Vorteil beim Digitalen ist natürlich schon, also ist enorm, klar, weil der Zugriff aufs Material und die ganze Arbeit mit dem Ton zum Beispiel, dass eben früher am Steenbeck hatte man zwei Tonbettspuren, ja, und das war, und die musste man ja dann auch immer mit, also dass alles synchron war, dann war immer ein Stück Ton, ein Stück Blauband und dann wurde das immer, ging das hin und her und das war, also rein handwerklich auch eine Fummelei, wie du schon richtig gesagt hast und so. Aber auch trotzdem war es auch toll, weil es hatte auch was Meditatives und es hat aber auch und eben eine wahnsinnige, ja, Disziplin und Konzentration erfordert. Und die ist heute manchmal, da muss man sich eben ganz anders zu zwingen. Also und gerade mit dem Digitalen, also ich weiß, ich höre das immer, also ich, da ich eben vom Analogen komme, tue immer so, als ob es nur eine Arbeitskopie gibt. Ja? Also ich stelle mir vor, es gibt jetzt eben dieses Filmmaterial und arbeite an dieser Sequenz, an dieser Arbeitskopie. Ich habe also eine Sequenz, das ist immer meine, ja, also eben wie früher mein ganzer Film. Ja? Und natürlich mache ich mir dann auch ab und zu dann mal Kopien, wenn ich dann wieder durch bin, aber trotzdem, ich arbeite immer komplett an dem ganzen Film. Also ich würde nie irgendwie mal hier eine, genau, Szene, dann da, ach, und jetzt kopiere ich da, jetzt gucke ich mal, wie das, und dann gucke ich mir an, wie wirkt das jetzt, wie wirkt das. Die Möglichkeit hat man eben beim Digitalen heutzutage, das finde ich, ist aber nicht sehr zielführend, sondern finde ich, ist völlig, da wird man wahnsinnig irgendwann, wenn man sich immer wieder diese 1000 verschiedenen Versionen, weil das ist eben möglich, weil es eben alles ja noch da ist, immer wieder ansieht, es ist also, ja, es ist nicht konzentriert für das, was bei rauskommen soll. Mhm. Also darum, wie gesagt, ich benutze dieses Digitale im Grunde so, als ob es noch analog wäre. Mhm. Also jetzt im übertragenen Sinne natürlich, klar, ich meine, ich meine, was man da für Effekte machen kann heutzutage, das ist natürlich wahnsinnig, und rekadrieren und die Blenden und diese, das ging ja früher alles gar nicht, ja. Das ist natürlich, also das ist ja wahnsinnig, also enorm und so, klar benutzt man das alles, aber trotzdem ist, ja, besteht so ein bisschen die Gefahr, dass man sich halt auch verzettelt und einfach, und das, dieses wirklich, also sozusagen den Geist des Materials, des Filmmaterials, der ursprünglich eben drin ist, so ein bisschen manchmal verwischt, ja, durch diese 1000 Möglichkeiten, die man hat. Ja. Also ich fand schon für mich ganz wichtig, mich ganz früh entscheiden zu müssen, was ich mache. Natürlich hast du korrigiert, ging nicht anders, aber genau das war es eben, du wusstest, also es war so ein Spruch von Reinhard, das stimmt ja auch,
es ist schon sehr wichtig, ob du zwei oder drei Felder weniger oder mehr drin hast. Und das konntest du komischerweise eben, also so sehe ich das, beim Digitalen kannst du es auch, aber das ist anders. Du musstest aufgrund dieser Konzentration und dass du diese Muster, das war ja extra Material, was man kopiert hat, dass man die natürlich nicht so zerschneidet, sondern dass man sich genau überlegt, nehme ich das von dem, wie das. Ich habe viel mehr geguckt, viel mehr immer wieder, also wie so ein Kaninchen vor der Schlange, bevor mein erster Schnitt entstanden ist. Ich hatte auch furchtbare Ängste vom ersten Schnitt, weil ich immer bei jedem Film neu sozusagen mich erfinden musste, weil ich mir die Geschichte erst bei mir, also so funktionierte es bei mir, ich musste die Geschichte erzählen erst für mich. Stimmt sie? Du hast teilweise, wenn du lange gedreht hast, und wie bei Alexanderplatz eben über Monate, musstest du Komplexe schneiden, weil es eben Folge so und so viel war, jetzt das dran und das war dran. Und dann baute sich das so Stück für Stück auf. Und doch war es eben so, schon allein vom Drehbuch her und von der Auflösung der Bilder und von dem Ablauf, das macht ja ein guter Regisseur schon richtig. Trotzdem gab es eben auch oft Sachen, wo du wusstest, ach, da hätte ich jetzt gerne noch was. Und das hast du dann auch gesagt. Und so Dinge, die waren noch machbar, weil es eben analog sich aufbaute. Und mein erster Digitalfilm war mit Oskar Röhler. Das war 2003, machten wir, was haben wir gemacht? Agnes und seine Brüder, genau. Und es waren auf einmal 16:1 hat er gedreht. Das ist, weiß ich nicht, ist das viel, Bettina? Leider heutzutage nicht mehr. Ja. Nicht also mehr? Ja, also das heißt, ist halt auch so ein bisschen... Das heißt, im Verhältnis zu einem Spielfilm von 2 Stunden, das wären jetzt sozusagen die... wenn du den so drehst, dann ist es 1:1, wenn du nur genau 2 Stunden Film drehst. Und er hat eben so viel gedreht, dass du wirklich wahnsinnig viel Material hattest. Oft nicht, sagen wir mal, auch 20 will ich nicht behaupten, aber schon mehr Takes pro Einstellung. Und er hatte sich damals auch drauf eingelassen, weil ich sagte zu ihm, wenn wir das zusammen machen, geht das nur so, du bleibst weg die ersten 6 Wochen und dann guckst du dir meinen Rohschnitt. Ich war bereit, das Rohschnitt zu nennen, weil wir haben das früher nie Rohschnitt genannt. Das musste schon stimmen fast. Ja, ja, wirklich. Sonst hätte man einen Film wie Lola, den hast du gedreht in 25 Tagen und ich war 5 Tage später fertig mit dem Schnitt. Das war so. Und dann hat man natürlich die Vertonung gemacht. Aber du hast mitgedacht in der Zeit, was ist da? Du hast ja nicht nur irgendwie geschnitten, Ton war dein, so, sozusagen auch dein Leitfaden. Und diese handwerkliche Schneiderei war nicht so schlecht. Aber es ging ziemlich schnell beim Digitallernen. Und es war das aus, was ich so toll fand eben, ich hatte natürlich eine Assistentin, die sozusagen das alles digitalisiert hatte und die ganzen Listen hatte. Und ich brauchte immer früher, ich habe so ganze Romane im Schneiderraum aufgehängt. Wo fängt es an? Ich habe mir das Drehbuch sozusagen nicht abgeschrieben, sondern die Konstellation der Figuren, die geistigen und dramaturgischen Abläufe habe ich mir aufgeschrieben, damit ich weiß, wo es lang geht. Das ist mein Faden gewesen. Ich habe das immer mit, brauchte ich so für mich, um den Rhythmus für mich zu erfassen, auch von der Sprache, von den Texten, wer mit wem, wer geht aus und so weiter. Und das war wie ein, also es war eigentlich wie ein Kunstwerk, dass du sozusagen aus einem, in Anführungsstrichen, rohen Stein hast du was gemeißelt. Und genau das ist eben die Gefahr bei dem Digitalen, und ich gucke mir immer noch die Sachen ganz langsam an, heißt es eben oft, dass du zu schnell bist und dann kommst du nicht so schnell rein. Aber jeder hat sein eigenes System, also das ist jetzt nicht, dass ich sage, es ist schlecht, nur dieses Klicken. Das hat mir am Anfang ziemlich Probleme bereitet. Zack, war es da. Ich wusste schon gar nicht mehr, wo ich bin. Und da war, also bei dem Film mit Röhler, war das ganz gut. Da hatte ich eine wunderbare Assistentin und manchmal, die wusste dann auch wieder, wo der nächste ist, weil ich manchmal wirklich nicht, habe ich jetzt die oder jene? Weil zack, 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 zack. Ne? Und das ist ja, die, 24 Sekunden ist ein, sozusagen, ist eine, Wie sagt man wieder, was hat der Gott da gesagt? 24 Bilder sind eine Sekunde. Entschuldigung. Wir haben über 25 gesagt, weil wir auch 25 Bilder, die Spielfilme gedreht haben. Das hat was mit Licht zu tun, der Lichtempfindlichkeit. Aber
Das ist die Wahrheit sozusagen. Und die Wahrheit jedes Filmes ist sehr wichtig. Also man muss da muss man sehr sorgsam mit umgehen. Mhm. Sie haben es gerade kurz angesprochen, auch der Begriff Rhythmus ist was, was ich ganz oft gelesen habe, als ich mich im Vorfeld informiert habe. Frau Böhler, jetzt speziell vielleicht für Sie nochmal eine Frage. Sie sind ja, haben viel mit Regisseuren der Berliner Schule zusammengearbeitet, viel Filme, die einen sehr, so empfinde ich es, einen sehr behutsamen Schnitt benötigen, bei Szenen, die noch lange nachhallen, die wo man vielleicht auch sich ein bisschen zurücknehmen muss im Schnitt. Mich würde interessieren, wie viel von dem Tempo solcher Filme geben Sie, gibt der Film selber vor und wie viel bestimmen Sie? Das würde mich interessieren. Also wir haben viele von den Filmen auch schon gezeigt im Programm. Ich denke, einige Leute kennen die Filme auch. Ja, also das ist ja nicht nur bei den Filmen der Berliner Schule so, sondern eben grundsätzlich beim Film, dass immer das Material letztendlich den Rhythmus vorgibt. Ja? Nämlich der Stil, wie der Regisseur entscheidet, zusammen mit dem Kameramann oder plant oder den Film im Kopf hat, in welchem Stil er diesen Film drehen will. Ob der eben hoch aufgelöst ist, das heißt eben viele verschiedene Einstellungen für eine Sequenz, für eine Szene hat, oder eben nur zwei Einstellungen oder sogar eine Plansequenz, was eben so eine Einstellung bedeutet für eine Szene. Und davon, ja, und das heißt, wenn ein Film in lauter Plansequenzen eben konzipiert ist und gedreht ist, dann macht es ja wirklich wenig Sinn, also Gesetze, also wenn die wirklich alle funktionieren in sich und Rhythmus stimmen. Also Plansequenzen ist auch die hohe Kunst der Inszenierung und Kameraführung, das muss man dazu sagen. Also wenn die stimmen, ist es was Tolles. Und dann ist es natürlich für die Montage, wäre es völlig absurd, da reinzuschneiden und so. Ja? Also und das heißt eben, also letztendlich der Rhythmus, also den wir dann eben bestimmen in der Montage, den erspüren wir aus dem Material heraus. Ja. Also ich weiß, also so, das ist das sozusagen, was ich eben über die Jahrzehnte da selber für mich rausanalysiert habe, dass das Material den Rhythmus vorgibt. Und die Schauspieler, also eben da gehören natürlich viele Komponenten zu, das ist wie die Schauspieler spielen, wie schnell die reden oder wie die Kamera sich bewegt, also ist es eine bewegte Kamera, ist es auf dem Stativ und so, das hat ja ganz viele eben Komponenten, die so einen Rhythmus halt beeinflussen. Ja? Und wir sind eben, also setzen in der Montage, setzen diese verschiedenen Komponenten eben zusammen zu dem Gesamtrhythmus, den dieser bestimmte Film dann eben haben muss oder sollte. Ja. Also darum, ich sage auch immer, der Film, weil es gibt oft so diese Meinungen oder eben gerade wenn so viel Material gedreht wird, heißt es immer, ach, aus dem da, wir haben so viel Material, wir können eigentlich 5 verschiedene Filme daraus schneiden, ja. Das ist alles so toll, ja, und dann haben wir 5 tolle Filme, ja, und dann sage ich immer, nee, das ist doch ein Blödsinn, ja, weil der Film ist eben, also dann ist es nicht mehr der Film, der es sein soll, ja, also wenn man, sondern der Film hat ja, also eben vor allen Dingen, also der Regisseur oder die Regisseurin sollte natürlich eine Vision von diesem Film im Kopf haben, das ist immer das erstrebenswert, also die meisten haben es auch, manchmal halt leider nicht, aber gut, dann bearbeitet man das zusammen und jedenfalls, gibt es eben meiner Meinung nach nur diese eine Form für den Film und so, der eben nachher der fertige Film ist, ja, und man kann nicht sagen, ja, ach, aber da die Szene ist eigentlich auch so toll und wenn wir die da reinsetzen, dann ist es zwar ein anderer Film, der ist aber auch toll, den können wir auch vorführen. Nee, das finde ich ein Blödsinn. Ja? Also darum, man muss, also Montage ist eben auch, und das ist halt auch eine Kunst im Grunde, Entscheidungen zu treffen. Ja? Also das ist eben ganz wichtig und das ist halt auch für manche Regisseurinnen und Regisseure nicht so einfach und da sind wir natürlich auch sehr gefragt, also dass dann diese Entscheidungshilfen mitzugeben. Ja, also wir müssen da unter Umständen eben härter und konsequenter vorgehen als eben die Regie. Ne? Mhm. Das ist klar, ja. Also und das ist gut, aber das ist natürlich auch weil ein Vertrauensverhältnis zwischen diesen beiden Personen ist natürlich sowieso Grundvoraussetzung für unsere Arbeit, ja, das ist ganz klar. Das heißt, ich arbeite eben auch so, wie Juliane gerade erzählt hat, mit Oskar Röhler, dass ich eben jetzt schon sehr lange
sage, also wer mit mir arbeiten möchte, der muss eben erstmal mir zugestehen, dass ich den Rohschnitt alleine erstelle. Also den Rohschnitt, leider nennt man es heute eben Rohschnitt. Ich finde den Begriff auch schwierig, aber so. Und also ich muss erstmal die Möglichkeit haben, mich wirklich selber mit diesem Material auseinanderzusetzen, ohne gleich eine Diskussion oder in den Dialog mit der Regie zu treten. Und klar, diesen Vertrauensvorschuss, ja, den erwarte ich halt dann, ja, und das ist auch, dass die meisten, und wer es halt nicht, gut, der mit dem ab, dann mache ich es halt nicht, ja, egal, aber, und das funktioniert, da habe ich einfach sehr gute Erfahrungen gemacht und auch selbst Regisseure, die am Anfang skeptisch waren, die sich zwar darauf eingelassen haben, weil sie eben möchten, dass ich den Film schneide, waren dann im Hinterher total dankbar, ja, oder sagen einem, ja, okay, ja, so, ah, das ist so toll, ja, jetzt gut, jetzt können wir irgendwie mit der Feinarbeit anfangen und das ist so toll und dass ich jetzt schon mal sehe, wo es hingeht und wie es aussieht und so, und aber trotzdem natürlich noch einen frischeren Blick habe, als wenn der jetzt schon die ganze Zeit daneben gesessen hätte, ja, und was, also gut, wie gesagt, ist auch ich, das finde, das geht gar nicht, also weil dieser Dialog eben von Anfang an über Material in diesem Rohzustand ist absolut kontraproduktiv, um da einen Film entstehen zu lassen. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Mhm. Vielleicht abschließend, bevor ich jetzt gleich öffne fürs Publikum, weil die Zeit doch schon wieder so schnell vorangeschritten ist, und ich meine ganzen Fragen nicht stellen kann. Aber Frau Unterburger, jetzt auch, weil Luise Brinkmann vielleicht gerade da ist, bei Beat Beat Heart speziell, also der gilt ja als dieser German Mumblecore-Film, also Filme von German Mumblecore. Mumblecore. Also sozusagen ein bisschen versuchen, wenn ich es richtig verstehe, auch aus der Not der etwas des günstigen Budgets auch eine Tugend zu machen und da ein bisschen neu ranzugehen und vielleicht auch ein bisschen assoziativer ranzugehen, auch an den Schnitt. Da würde mich interessieren, wie da dann die Kommunikation aussieht, weil ja dann doch sehr viel auch improvisiert ist, sehr viel frei passiert, wie da sich auch an diesen Rhythmus eben dann rangetastet wird von so einem Film. Vielleicht könntest du dazu was sagen. Also genau, German Mumblecore, also wir hatten kein Drehbuch. Das war praktisch knapp vier Wochen improvisiert am Set. Sie hatte natürlich ein Skelett, was passiert, aber hat frei gearbeitet dann am Set. Und ich habe dann das Material bekommen und habe förmlich, und das ist ja immer so im Prinzip, aber im Schnitt geschrieben. Also das Drehbuch geschrieben im Schnitt. Und das war großartig. Und das ist natürlich dann das Magische, habe ich jetzt so empfunden, wenn ich war auch alleine am Anfang für den Rohschnitt, dieses Material zu sehen und zu spüren, also ein Gespür dafür erstmal zu bekommen, zu sehen, wirklich sehen, das Material zu sehen und dann zu spüren, wann die Momente sind, wo du weißt, die sind im Film. Also dieses, selbst wenn man, gerade wenn man kein Drehbuch hat vielleicht, einfach genau das zu spüren und dann den Film zu finden. Und ich habe das für mich so empfunden, wie wenn dieser Film, das hört sich für manche jetzt ganz esoterisch an, wenn ich das sage, aber wie wenn der Film schon existiert irgendwo. Und ich bin dafür da, den freizulegen, ich bin das Mittel zum Zweck, um den dann zu entstehen zu lassen, so wie er sein möchte. Deswegen fand ich das gerade so toll beschrieben, einfach. Es ist mir so eine große Ehre, hier zu sitzen. Das muss ich jetzt erstmal sagen, weil. Ich freue mich ja, wenn ich da jetzt zuhöre, auf die nächsten Jahre, wenn ich das erfahren darf, was Sie schon erfahren haben, einfach in dem Beruf immer mehr sehen zu lernen und immer mehr zu spüren und Filme in mir. Naja, also ist ja egal. Aber auf jeden Fall, wo war ich jetzt gerade? genau. Und dann lerne ich eben den Rhythmus kennen, während ich arbeite und erkenne, was willst du denn werden in dieser Zeit? Und da zwingt man nichts rein. Und deswegen, es gibt keinen richtigen oder falschen Schnitt, das will ich damit nicht sagen. Aber dieser Film, den gibt's. Und das ist dann der richtige Schnitt des Films. Und dafür darf man sich einlassen, man darf sein Ego mal zurückstellen, man darf das für den Film arbeiten, genau, das sowieso, ja, als wieder, das ist jetzt wieder ein neues wichtig, Thema. Natürlich, aber genau. Ja, ist ein wichtiges Thema, ja, auch, klar. Ja. Was die Editoren alles noch sind, außer... Naja, manchmal sind die Editoren aber auch, wie gesagt, auch die Schutzengel für die Regisseure, weil sie manchmal wirklich sich selber fertig machen. Das habe ich so oft erlebt, also Fassbinder war, da hatte ich gesagt, ich bin großartig, aber der war sich sicher.
Schnitt war sein Lieblingsmetier. Werner Schröter war jemand, der immer in einer ganz anderen Sphäre lebte und ganz klar war. Und auf einmal kommt was, der sagt, oh, der staunte. Der freute sich, dass da was rauskommt. Und Oskar ist ein großer Zweifler, der also alles, der dann am Schluss am liebsten den Film wegschmeißen möchte. Und das ist so wichtig, dass man die Menschen, die eben Regie führen, auch beschützt und manchmal auch, auch, man muss auch eine harte Kante manchmal zeigen. Also es kommt wirklich auf den Regisseur drauf ein. Es gibt Regisseure, die sind großartig und die führen dich. Und du gehst dann sozusagen spazieren mit denen und musst dich bemühen, dass du auch noch was reinbringst. Es gibt es nicht so viele, aber es ist einfach ein Tanz zu zweit. Es geht nicht anders. Und es ist auch ein Tanz mit dem Schauspieler. Du musst auch Schauspieler, ich hatte mal Maria Braum was geschnitten, wo Rainer sagt, also das ist jetzt sehr privat, bei aller Liebe, die Hanna, die musste da wegschneiden, das ist nicht gut. Ja, dann war das Schauspieler sind keine Götter. Schnitt ist eben, du siehst die Wahrheit bei jedem Schauspieler. Kann er was oder kann er nichts oder ist er nur das? Der darf sich auch mal versprechen. Also da kenne ich berühmte Leute, die dann mal ihren Text verloren haben. Das sollte man jetzt nicht herausstellen, sondern man muss sie schützen. Ja. Und viele, auch andere, auch ein Kameramann, die sind alles auch keine nur Götter. Das sind auch Leute, die hart arbeiten und Tonmänner werden meistens oder Frauen, das machen wir dann im Studio. Das ist ein Unsinn. Wir haben damals zum Beispiel O-Ton für uns empfunden. Da war ja noch sehr viel auch sogenannte Primärton, die Rainer gemacht hat bei seinen frühen Filmen, weil es schneller ging, die Kamera war so teuer oder auch so laut und dieses und jenes. Dann hast du alles nachsynchronisiert im Studio. Und es ist nochmal eben eine Teamarbeit. Und du, selbst die Kostüme, was habe ich von Barbara Baum manchmal gehört? Du hast mein schönes Kleid abgeschnitten. Ja. Das war aus allen Richtungen gefilmt. Szenenbildner. Ja. Der Brunnen, der war so schön. Ja, ja. So ist ja die Szene nicht mehr. Genau. Drin, ja. Und Anna hatte sich angewöhnt bei Ab Alexanderplatz, dass das ganze Team, und das war eine Bedingung, nur Schauspieler wollte er nicht so gerne dabei haben, weil die am schwierigsten sind, sich selber zu sehen. Wenige konnten sich richtig einschätzen. Dass dieses ganze Team, und darum haben wir das auch gemacht, eben nach dem Schnitt, dem ersten Schnitt einer Szene, bei Alexanderplatz bis Kerel ging das so, dabei sind, dass sie sehen, was sie gemacht haben, dass sie wissen, da ist noch was und dass es auch für andere wieder ein Anstoß war, zu sehen, ach, guck mal, das kommt jetzt so. Du weißt es ja gar nicht oft, ne? Was ist zu sehen und was ist nicht zu sehen. Und wir haben ja damals noch durch die Kamera geguckt, heute gucken sie ja durch die Monitore. Also sozusagen, es ist einfach eine ganz, wir waren früher mehr oder weniger Handwerker und heute musst du die ganze Technik und Handys mit berücksichtigen, die rauschen und schnurren und machen und tun und das und jenes. Es ist schon heute eine komplexere Angelegenheit geworden. Aber an sich ist es ganz einfach. wenn man den richtigen Zugang. Das heißt, das, was du sagst, es ist auch deine Sprache, die du sprichst. Ne? Und die zu finden, das weiß ich, das war für mich manchmal schwierig nach Fassbinder. Bei Fassbinder war es leichter, weil er einfach eine Sprache schon sehr stark sprach. Und die musstest du dir was einfallen lassen. Manchmal einmal bei einem kleinen Film, den wir gemacht haben, Dritte Generation, da lachte er, dass ich irgendeine Einstellung da reingetan habe. Die hat er natürlich nie so gedacht gehabt. Und dann hat er sich gefreut. Ach, ey, man kommt noch gegen mich an, so nach dem Motto. Ne? Und er hatte eine Cutterin, bei der er so viel gelernt hatte, als er seine frühen Filme im WDR gemacht hat. Diese Frau Beate Schmidt-Klink hieß die. Das war ja früher auch ein Angestelltenberuf bei Fernsehen vor allem und als die Fernsehanstalten noch selber produzierten, gab es da richtige Meisterinnen, die immer, also ich habe zum Beispiel bei Bavaria mit Frau von Schlieffen, das war meine Lehrmeisterin, die hatte ununterbrochen, weil sie im Studio, sie war nicht voll angestellt, aber immer von Film zu Film und du hast immer dein Handwerk, die hatte viele Regisseure, alles kam bei ihr an, sie war so die beste Schnittmeisterin. Der Bavaria. Also es ist ein Handwerksberuf und es ist ein Intelligenzberuf. Du musst auch was verstehen, also ganz ohne Training geht's nicht. Und das, würde ich immer wieder sagen, ist das Besondere an dem Film. Werk, an diesem Gewerk, wie man ja schon schön sagt,
dass wir eigentlich alles zusammen vereinen und wir sind die ersten Zuschauer. Und das muss man sehr, also es ist eine riesen Verantwortung. Das haben Sie, glaube ich, auch mal gesagt, dass Sie auch nicht am Set dabei sein wollen. Genau, aus diesem Grund, das ist genau. Eben ganz wichtig. Also es gibt Kollegen, die da anderer Meinung sind. Ich habe es nie verstanden, also die auch manchmal dann Skript machen beim Drehen oder so und dann eben beschneiden. Und ich finde eben gerade diese Tatsache, dass wir nicht bei am Drehort sind und nicht diese Umstände mitbekommen, unter welchen Umständen eben dieses Material entstanden ist, können wir ja nur den neutralen Blick drauf haben. Und dieser objektive Blick ist einfach essentiell für diese Arbeit. Ja, also weil der geht sowieso über die Monate dann, die man an dem Film arbeitet, sowieso schnell genug auch unter Umständen dann verloren oder eben ist gefährdet, weil selbst wir haben dann eben, oder das ist auch gehört mit zu der Kunst oder zu dieser Arbeit, eben das zu schaffen, immer wieder sich hineinzuversetzen in das Gefühl, wie habe ich diese Szene empfunden, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Das ist auch eine ganz wichtige, sozusagen, wie autogenes Training oder so, ja, also einfach so eine Übung, sich da immer wieder reinzuversetzen in diesen Zuschauerblick. Apropos Zuschauer, ja. Jetzt reichlich spät, aber jetzt möchte ich sehr gerne die Runde öffnen und wir freuen uns auf Fragen aus dem Publikum. Bitte. Ja, wenn ich so recht verstanden habe, jetzt soll ja aus Komplexität dann Einfachheit werden, ist es dann Editing weiblich? Mhm. Absolut nicht. Auch Männer können weiblich denken. Aber die Komplexität einfach zu machen, ist für Männer noch ein bisschen schwierig. Gibt es keine Unterschiede? Also es ist nicht überwiegend Editoren weiblich. Es fing mal an, als die Filmmontage mit dem Film kreieren überhaupt anfing, Ende des 19. Jahrhunderts, fing es überhaupt an, dass es Männer waren, viele Männer. Und dann hat sich das erst auf Frauen verlagert ein bisschen. Zum Beispiel die Frau von Hitchcock war Cutterin und Drehbuchautorin übrigens auch. Viele, viele Regisseure haben mit Cutterin was zu tun gehabt. Das ist aber nicht deswegen so. Heute haben wir zum Beispiel einen wunderbaren Kollegen, den ich immer wieder bewundere, das ist der Peter Adam, der als Toncutter zum Beispiel, Toncutter muss man jetzt wirklich sagen, angefangen hat, so nannte er sich damals, und einer der besten männlichen Editoren geworden sind. Wir sind jetzt quasi gleichwertig, würde ich sagen. Es gab mal eine Zeit. Ja, also ich finde das eben, es ist im Grunde diese Tatsache, dass es so viele Frauen sind in diesem Bereich, ist ein deutsches Phänomen. Ja, also und zwar ein Nachkriegsphänomen. Und in allen anderen Ländern sind ja, also sogar überwiegend Männer unter Umständen, also in Hollywood sowieso auch oder in Frankreich, England, Italien war das nie ein spezifischer Frauenberuf. Und das ist in Deutschland so entstanden, ja, weiß ich, also so genau ist es mir, ja, weil früher eben doch viele Regisseure im Grunde, also eben gerade noch zu Stummfilmzeiten oder auch, haben eben die Filme selber geschnitten. Und die Regisseure waren ja nun mal, ja leider bis heute eben auch überwiegend männlich, ja. Das heißt, die haben eben das dann sehr, und hatten, aber oder haben bestimmt, wie es geschnitten werden soll. Und dann haben eben die sogenannten kleinen Kleberinnen, ja, diese nämlich, was wie auch früher das Negativ eben musste, das musste ja, nass geklebt, also eben noch gehobelt und es war also nochmal eine filigranere Arbeit als jetzt einfach mit so einer Klebepresse mit Tesafilm, wie es dann eben jahrzehntelang war. Da musste man also den Film noch nass kleben, also und das war dann eben die Arbeit, die die Frauen übernommen haben, ja, und das gut, und dann hat sich das eben weiterentwickelt, dass dann die, ja, also die Filme wurden eben komplexer und komplizierter und dann haben eben die Männer weiter Regie geführt und die Frauen haben eben diesen Schnitt übernommen. Und das ist, und das hat sich ja irgendwie leider eben gerade in Deutschland so erhalten und darum ist ja auch, also gut, darum, ich finde es toll übrigens, dass das Festival hier uns mal diese Gelegenheit gibt, eben über diese und diese Arbeit zu sprechen, weil es wirklich eben bis heute in Deutschland ein sehr leider vernachlässigter Zweig des Filmemachens ist und dadurch auch eben diese Anerkennung einfach nicht
wirklich vorhanden ist. Und das hat aber eben auch damit zu tun, dass es so viele Frauen sind. Ja. Das ist einfach, da beißt sich halt immer die Katze ins Schwanz, wie man so schön sagt. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Ja. Also während das schon immer 50% Männer oder sogar mehr Männer gewesen hätte, auch in Deutschland die Montage schon immer einen größeren Stellenwert gehabt. Ja. Also bin ich überzeugt. Und das auch, das geht von, ja, das geht über die Bezahlung bis eben zu den Arbeitsbedingungen, die man hat und so weiter. Und einfach den Respekt auch zum Beispiel bei Filmfestivals oder bei, also wenn ich jetzt mal irgendwie doch ein bisschen politisch werden kann, aber zum Beispiel, ich finde es ein Skandal, dass auf sämtlichen Internetseiten der Sender, ja, also auch ARD, ZDF, egal, alles, nie die Montage erwähnt wird. Das ist mir auch letztens aufgefallen. Das ist ein Riesenskandal. Da steht immer Drehbuch, also Drehbuch, Regie, Musik und Kamera. Ja? Und da denke ich irgendwie, was ist, und wir versuchen also jetzt von unserem Berufsverband her wirklich jetzt auch schon seit Jahren da irgendwie heranzutreten an die Sender, leider bisher ohne Erfolg. Und das, weil ich finde, das geht, weil gerade die Montage ist eben im Film nun mal der Bereich, den es ja nur im Film gibt. Ja, das gibt, also es gibt Kamera, gibt es eben, es gibt Fotografie, ja, also Szenenbild, es gibt gibt es auch im Theater, Schauspieler gibt es auch im Theater und so weiter. Und nur die Montage ist eben eine genuine Filmkunstgeschichte sozusagen, ja. Und das nicht zu erwähnen, ja, also ohne die Montage gäbe es keine Filme, ja. Gut, auch ohne Kamera gäbe es keine Filme, ist ja schön, und ohne Schauspieler auch nicht. Doch, obwohl es gibt ja auch Filme ohne Schauspieler, also insofern, das ist Quatsch, aber diese Filme müssen eben auch montiert werden, ja. Und das finde ich einfach, muss da, also wir, ja, also ich versuche immer bei jeder Gelegenheit da einfach mal was zu sagen, weil ich es wirklich einen Skandal finde. Und das ist einfach, ja, also so, also. Es gibt jetzt so langsam, es gibt in Köln, gibt es ja dieses Film Plus Festival, das speziell, ich weiß, ja. Trotzdem ist es ein Anfang. Ich wusste das gar nicht. Das gibt es seit 15 Jahren. Ja, ich wusste es nicht, das stimmt, auch noch nicht. Ja, also. Aber immerhin, es gibt das, und vielleicht kann man das, also es gibt, es gibt ja auch, also sagen wir mal so, ich würde sagen, wir haben schon sehr viel erreicht für die Zeit, wo ich angefangen habe. Ich musste mir noch anhören nach Rainers Tod, dass man mir sagte, was, sie waren Cutter, das hat doch er alles gemacht. Das war so. Das hat mich nicht gestört. Also seine frühere Cutterin, die auch sehr viele Filme mit ihm gemacht hat, noch in der frühen Zeit, die hat mir mal im Interview, ich habe so ein Buchband rausgegeben, das ganz normale Chaos, da hat sie mir mal gesagt, ja, die Leute haben nur gesagt, sie haben doch eh nur die Klappe abgeschnitten, okay, dann habe ich das halt. Man hat da nicht viel drüber nachgedacht, man hat es gemacht, aber es war eine Herrschaftsdisziplin. Der Regisseur war der Herr, meistens, wie gesagt, der Regisseur und die kleinen Kleberinnen. Es gibt übrigens einen schönen Film von einer Filmemacherin und Cutterin, die das Wort sozusagen kreiert hat. Alte Breite. Es waren wirklich die kleinen Kleberinnen und die Frauen waren, und jetzt sprechen wir wirklich wieder von Westdeutschland, in Ostdeutschland war das übrigens anders, die fühlten sich schon als das verlängerte Ärmchen vom Regisseur, und wenn der Regisseur ein Jetzt sagte, waren sie weg. Ich habe da ein großes Glück gehabt. Ich hatte einfach einen Menschen, der den Schnitt besonders liebte, weil er seinen ersten Film selber geschnitten hat, zusammen mit einem Musiker. Dann ist ihm die Rolle durchgefallen, um Gottes Willen. Er hat das alles selber erlebt und er fühlte sich als Cutter und hat auch gerne immer seinen Pseudonym reingesetzt. Ich fand das super, weil er das brauchte. Ich fand das auch gut. Aber es war so ein Spiel zwischen uns, dass ich manchmal, wenn er mir einen Tipp gab, habe ich schon gesagt, du kannst jetzt auch noch als Franz Walsch da rein. Also es war so ein Spiel zwischen uns, aber es war klar, er war natürlich der Regisseur. Und ich kenne keine Regisseurin oder Regisseur, der nicht im Geheimen auch denkt, ich habe das eigentlich alles gemacht. Aber das ist auch gut, ne? Also irgendwann, man muss es ja nicht alles aussprechen, aber ich weiß zum Beispiel, mir hat es manchmal keinen Spaß mehr gemacht, zu montieren, wenn also ich nur noch hörte, der großartig waren wir, was habe ich alles gemacht? Das fand ich dann irgendwie langweilig. Ne? Es ist nämlich ein Teamarbeit. Und ein Editor, Editorin sind quasi, das hat man mal, es gibt einen großen italienischen
Cutter, der Bruder von Marcello Mastroianni. Das war so mein Ruggero Mastroianni. Der hat einmal gesagt, kannten Sie Ihre Hebamme? Das fand ich einen guten Satz. Das ist natürlich ein Mann gewesen, der das gesagt hat. Aber er hat es gemacht. Also er war einer, er hat alle Filme geschnitten, fast alle. Und ich habe noch einen, gibt ja noch so einen, hatte ich mal beim internationalen Kolloquium kennengelernt. Die Männer kommen bei Regisseuren besser an. Die fühlen sich dann wohler, vielleicht auch. Aber das heißt nicht, dass sie besser oder schlechter sind. Manchmal sind sie einfach, wir sind, glaube ich, auch, ich weiß es nicht, ich war immer sehr emotional. Ich habe mich auch mal mit einer Regisseurin furchtbar in die Haare gekriegt, wegen etwas. Und sie wollte was durchsetzen und dann habe ich den Mischraum verlassen. Und später hat sie es eingesehen. Also es kommt immer drauf an. Sie hat dann zu mir gesagt, du kannst wohl nur mit Männern. Fand ich auch interessant, den Aspekt. Also ja, aber es ist auch ein schönes... Na, es also ist ein Machtspiel uns jetzt leider in Untiefen. Ja, also so, das ist normal. Ja. Jetzt hören wir auf. Genau, jetzt schauen wir mal, ob es noch mehr Fragen aus dem Publikum gibt. Bitte schön. Ja. Ja, eine Frage zum persönlichen Sichtverhalten, wenn man so viel Professionalität jetzt in der gesamten Bandbreite hat, von der Theorie, von der Praxis, im Filmschnitt, wenn Sie selbst persönlich Filme anschauen, können Sie sich da selbst noch loslösen, sodass Sie einen Film genießen, ohne jede Szene zu bewerten, zu sagen, das hätte ich besser gemacht? An wen ist die Frage? An Bettina? Eigentlich an alle drei. Dann würde mich einfach so mal von... Ich habe jetzt noch nicht so viele Jahre Erfahrung natürlich, aber habe jetzt schon den Effekt schon gemerkt, dass ich nicht mehr so eintauchen kann in Filme, wie ich es vielleicht früher konnte und einfach da automatisch gerne lerne, während ich schaue und gerne einfach das dann auch hinterfrage oder das analysiere in mir. Das kann ich gerade momentan nicht abstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es würde mich jetzt auch interessieren eigentlich. Also mir geht es so, und ja, leider, also dass ich meistens doch eben drauf gucke, und das liegt aber eben daran, ob ein Film wirklich gut ist oder nicht. Also wenn ein Film halt nicht wirklich gut ist, natürlich fällt einem dann sowas auf, ja, oder dann beachtet man, dann denkt man, ach naja, wenn das hat, dann wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen oder so. Und also es gibt eben, natürlich gibt es, manchmal hat man noch das Glück, eben wirklich so wahnsinnig tolle, schöne Filme zu sehen, dass man es vergisst und dass man nicht drauf achtet. Ja. Und das ist aber leider, wird immer seltener. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, je älter man wird, desto mehr hat man gesehen. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, manchmal mit der Kritik, die man anbringt oder mit, weiß ich nicht, also das ist klar, wir haben natürlich auch irgendwann eine Deformation professionell, nicht? Also was das angeht. Ja, also ist doch klar, man hat so viel gesehen und auch so viel, und es wiederholen sich natürlich auch Dinge, auch in der Filmsprache und im Film, es ist logisch, im Kino, ja, und da muss man dann manchmal auch ein bisschen gnädig sein, ja, glaube ich. Also, und da, ja, also da übe ich mich immer wieder dran. Ja. Ist nicht einfach, aber... ja, also insofern, natürlich, man guckt halt doch oft drauf, wie es gemacht wurde. Ja. Also. Ich würde sagen, also für mich, weil ich jetzt den Abstand mehr dazu gewonnen habe, ich sehe den Film erstmal als Film. Und der Schnitt... ein guter Film hat einen guten Schnitt. Und ein schlechter Film, ich weiß jetzt nicht, ob ein schlechter, da denke ich immer, da hat der Cutter alles versucht, aber es ging nicht besser. Das geht auch. Das auch, natürlich. Das auch. Ja. Weitere Fragen? Es klingt jetzt immer so, als seien Sie bei all diesen Filmprojekten von Anfang an mit dabei und könnten Entscheidungen beeinflussen, sogar mitschreiben und solche Dinge. Ich stelle mir die Cutter-Arbeit oder die Editorenarbeit oder die Montagearbeit eher weniger romantisch vor, so im Sinne von, ich arbeite bei einem
bei einem Fernsehstudio oder so und kriegt dann zwei Festplatten mit 2,5 Terabyte seltsamen zusammengestopselten Zeug irgendwie, das aus den Dreharbeiten rauskommt und war nie irgendwie damit konfrontiert und muss man jetzt alles sichten und dann das Beste rausholen, wie sozusagen irgendwie noch maximal einen Film draus zu machen. So stelle ich mir die Arbeit jetzt bei Fernsehserien im TV oder bei Rosamunde Pilcher, um das Standardklischee zu bemühen und so. Ist das anders? Bin ich dumm sozusagen? Dass ich negativ, naiv? Nein, also was halt, also das ist ja nicht, aber ob das gleichzeitig unromantisch sein muss, weiß ich nicht. Also das, gut, ich weiß, also ehrlich gesagt, ich arbeite jetzt nicht in dem Bereich Pilcher, aber ich glaube auch, selbst wenn man das, wieso, das ist, also unsere Leidenschaft besteht ja darin, eben mit diesem Material umzugehen und dieses Material eben, klar, zu sichten und dann aus diesem Material den Film herauszuschälen. Und ich weiß nicht, was daran negativ oder unromantisch ist, wenn man jetzt zwei Festplatten kriegt und mit einem Terabyte Material. Das ist unsere Arbeit. Also ich verstehe nur nicht so ganz die Frage. Das sind die Vorstellungen, die Sie haben. Aber Tatsache ist, dass selbst, also ich bin jetzt kein Rosamunde Pilcher-Seher, habe aber schon mal reingeschaut. Auch da gibt es hervorragende Herausforderungen. Ja, ja. Das können Sie alle, das ist es ja, das können Sie alles nicht wissen, was da eben auf diesen Terabytes drauf war. Und das habe ich zum Beispiel auch sehr früh gelernt. Egal, was ich mache, ob das jetzt ein großer Film, teurer Film ist oder ein kleiner Film oder was auch immer, ein unerfahrener Regisseur, Regisseurinnen, Sie können aus allem was herausholen. Und das kann ziemlich anstrengend und kreativ sein. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Aber ich weiß, wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass es zum Beispiel eine Serie ist, wo die haben, ich weiß nicht, wie viele Drehtage heute sind für Rot ist die Liebe oder wie sie heißen, dann hat ein Cutter natürlich, die haben ganz festgelegte Einstellungen, ganz festgelegte Bearbeitungszeiten und da müssen Sie nach einem gewissen Schema. Aber auch der Drehbuchautor, das geht zack, zack, zack. Das ist sozusagen das tägliche Brot. Und vielleicht ist da so ein Cutter, also ich kann mich erinnern, als wie heißt die Serie, Lindenstraße aufkam von Geißendörfer, da haben sich viele junge Regisseure dran geübt. Viele sagen gar nichts mehr darüber. Bis heute. Ja, ne? Ja. Man kann da dran üben. Klar. Das finde ich also immer noch interessant. Oft ist es dann das Image, sie haben jetzt das und das gemacht. Und da müssen Sie halt den Absprung bekommen. Es ist eigentlich kein Unterschied, ob Sie jetzt, also das ist jetzt arbeite ich gegen mich, ob Sie jetzt großartige Filme mit Fassbinder gemacht haben oder mal auch was anderes. Ich habe auch andere Filme gemacht und die waren ganz, ganz, ganz wichtig für mich, weil ich gelernt habe, was es eben heißt, mit weniger innovativen Ideen umzugehen. Und da, ich habe mal einen Assistenten gehabt, oder der wurde später Cutter, der hatte sich bei mir beworben und war Lehrer und ich sagte, lass es lieber zu der Zeit. Und der sagte mal zu mir viel später, dass er das erkennen würde, was ich geschnitten habe. Ich kann es selber nicht erkennen, aber er behauptete das so. Also Sie können Ihre Spuren setzen. Ob das jetzt in die Zeit passt und die Leute Sie dafür bezahlen und auch großartig finden, das ist natürlich wieder auf dem anderen. Also das ist diese Gefahr in unserer Branche. Dass sie eben wir haben sozusagen auch so ein System, das ist sehr deutsch, U und E, Unterhaltung und ernsthaft. Was ist da der Unterschied? Die Arbeit ist dieselbe, würde ich sagen. Natürlich. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Also es ist eigentlich keine Frage, sondern mehr eine Anekdote, die ich mal gelesen habe. Ein berühmter amerikanischer Regisseur, ich weiß nicht mehr, wer das war, Howard Hawks vielleicht, der hat seinen ersten größeren Film gedreht und das war halt irgendwo in der Wüste ist da gedreht worden, also in der Landschaft und die mussten dann am Abend, ist das Material, das sie tagsüber gedreht haben, nach Hollywood geflogen worden zu den Cutterinnen, also zu den Geberinnen und die mussten entscheiden, ob das Material tauglich ist. War das so? Können Sie sich vorstellen, dass das Editorinnen sozusagen entschieden haben, das Material taugt was, das kann man schneiden, beziehungsweise die Frage ist, was ist ein Material, das man nicht schneiden kann? Hm.
Ja, ein Material. Ja, es kommt darauf an, was eben die Szene erzählen soll. Und wenn die Szene so gedreht ist, dass grundsätzliche Einstellungen fehlen oder diese Einstellungen misslungen sind, weil einfach irgendwelche Sachen nicht funktioniert haben, dann ist dieses Material nicht schneidbar. Dann kann man es nicht so hin. Man kann zwar viel machen mit der Montage, man kann aber eben nicht alles machen. Ja? Mhm. Also gut, heutzutage mit digitalen Tricks ist es ja nochmal was anderes, aber auch da ist es dann eine Frage des Geldes und so weiter. Also natürlich gibt es Material, also das ist mir auch schon bei Projekten passiert, da wurde richtig die Muster von der Szene. Und also das war eine wichtige, also mit zwei Schauspielerinnen, also eine ganz intime Dialogszene. Und da war leider vom Licht her, war da irgendwas schiefgegangen. Ja? Also da war es zwar eindeutig, so wie die beleuchtet war, da habe ich, tut mir leid, dann habe ich diese Muster gesehen und habe eben gar nicht erst geschnitten, ehrlich gesagt. Ich habe angerufen und habe gesagt, Leute, guckt, also da irgendwas, das geht. Und das kann man auch mit Kaschieren und Lichtbestimmung oder sonst was nicht mehr hinkriegen. Ich glaube, ihr müsst es nochmal neu drehen. Und das wurde dann auch gemacht. Ja. Also zum Glück, das ist eben auch der Vorteil, also darum, ich versuche immer, wenn es zeitlich möglich ist, natürlich parallel zum Drehen schon zu schneiden, ja, also sind im Grunde zu schneiden auch, um eben solche Sachen zeitnah sagen zu können, weil das ja natürlich für Produktionskosten sehr wichtig ist, das in dem Moment dann wiederholen zu können, als wenn eben schon alle wieder zu Hause sind und alles Material, also Kamera abgegeben und so, dann wird das ja viel teurer. Also insofern ist die, da haben wir eine ganz, Verantwortung, auch wichtige Aufgabe natürlich, solche Sachen zu beurteilen und dann gegebenenfalls auch in Auftrag zu geben, wenn man so will. Ja, ich war jetzt die ganze Zeit nicht drin, weil ich draußen zu tun hatte. Aber was sich da für mich auch noch für eine Frage anschließen würde, eben, ich weiß nicht, ob das schon diskutiert worden ist, also die Geschichte sagt ja auch, dass die Editorinnen in diesem Studiosystem eine wahnsinnige Macht hatten. Ob sie noch haben, weiß ich nicht. Und was wissen Sie davon sozusagen, von dieser Backmacht, die Editorinnen im Studiosystem in Hollywood oder haben? Naja, also nur kurz, also was ich davon war, also die, ich weiß nicht, ob jetzt die Editorin oder sondern die Produzenten haben einfach die Macht, ja. Also das ist, und die Produzenten bestimmen auch diesen, ja, also da immer dieses, wenn man sagt Director's Cut oder eben Studio Cut, dann sind das natürlich die Produzenten, die sagen, das und das und das, wo soll der Film geschnitten werden und gut, und beauftragen dann der Editor ist ja auch eben, der wird halt bezahlt von den Produzenten und also das ist natürlich, das ist klar, das ist ähnlich hier, ja, also wobei, da muss nur ganz kurz, also das zum Glück, also das ist eben, ich vermeide auch ehrlich gesagt in solchen Produktionen zu arbeiten, weil ich finde das halt unsinnig und ich bin auch, also ich bin absolut, also und das finde ich auch ganz wichtig, also gut, wir haben zum Glück kein Hollywood-System, aber wir haben ja auch ein gewisses System, wo bestimmte Leute was sagen, eben dass die Macht haben und andere eben nicht. Ja. Hier ist es eben, sind es leider Fernsehredakteure und Förderer und so, das ist alles schrecklich, aber jedenfalls ist es so immer so, meine Loyalität ist hundertprozentig bei der Regie und nie bei der Produktion. Ja. Und das finde ich auch eine ganz, also auch Tipp für Nachwuchs und überhaupt für Kollegen. Das finde ich essentiell wichtig für wenn Film als Kunst und als kreatives Sache noch erhalten bleiben soll, dann ist wichtig, dass die Kreativen zusammenhalten gegen die sozusagen gegen die Marktwirtschaft, ja. Und das ist das, ja, also ist einfach so. Also darum, nur kurz, also ich glaube eben nicht die Editoren hatten die Macht in Hollywood, sondern eben die Produzenten, die natürlich die Editoren bezahlt haben. Aber es gibt natürlich eine stille Macht, das ist schon richtig. Ich habe zwei, sagen wir mal, Welteditoren kennengelernt, Walter Murch, das ist ein Mann, der hat Apokalypse Now und was weiß ich alles geschnitten und natürlich die berühmte, wunderbare Thelma Shoemaker. Und das ist, Walter Murch ist zusammen mit Coppola auch in der Filmschule gewesen, die gehörten schon von früh an zusammen, die halten zusammen, das ist klar. Und das ist auch ein ganz eigenständiger, wenn der Vorträge hält, da staune ich heute noch, was der alles aussprechen kann mit Pinboard und allem Möglichen. Und die Thelma Shoemaker ist eine Frau, die im Stillen
3 Oscars hat sie übrigens, eben mit Scorsese so feste verbunden ist. Und als ich sie mal selber bitten wollte, ein Interview mit ihr zu machen, da hat sie gesagt, hat sie es nicht gemacht, weil sie natürlich, das ist so eng und so geheim, wie die beiden zusammenarbeiten. Sie hat mich dann mal mit ins, also wo er halt da an der Fifth Avenue, hatte er ein großes Studio und da wurde, war am Anfang, da hatte sie ihren Schneiderraum und das. Aber nie und nimmer würde Scorsese etwas gemacht haben, wenn er sich nicht sofort versichert hätte im Schneiderraum, wie kommt's an? Und das kenne ich von Rainer auch. Das ist ein Dialog, der gehört dazu und ein guter Regisseur achtet auf seinen Cutter. Das ist einfach üblich und deswegen kann ich immer nur sagen, das ist genau richtig, was du sagst. Natürlich gibt es oft Missstimmungen zwischen. Also es gibt einfach auch die fehlende künstlerische Gleichschaltung oder was auch immer oder Wellenlänge, wie man das nennt. Das muss man aber auch dann kapieren für sich selber und das kann man auch nicht erzwingen. Ich habe auch erlebt, dass Cutter früher, die frühere Generation von Cutter, wo sie sowieso noch nicht viel von sich geben durften, öffentlich oder noch nicht anerkannt waren, dass sie natürlich auch gegen ihre Regisseure manchmal nicht so gut eingestellt waren. Und das war zum Beispiel für mich ein großes Glück, dass man eben mit jemandem, von jemandem getragen wurde, mit jemandem eine gute Verbindung hatte. Da gehört Werner Schröter genauso dazu wie auch viele andere. Selbst wenn man sich nicht ganz so verstand, gab es immer dieses, wir sind in einem Team und in einem Boot. Und ein guter Regisseur weiß, was er für einen Cutter hat. Jetzt vielleicht noch maximal 2 Fragen, weil wir wollen ja noch pünktlich zu Wild dann rüber ins Ostentor-Kino. Der letzte Film, den Bettina Böhler montiert hat übrigens. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Nein. Dann hätte ich vielleicht noch eine Frage an Sie. Und zwar ist mir tatsächlich bei der Recherche als erstes aufgefallen, was habe ich als erstes gemacht? Wikipedia-Artikel aufgemacht und alles gesehen, was Sie montiert haben. Ein wahnsinnig tolles Oeuvre, also wirklich bemerkenswert. Und meine Frage wäre jetzt tatsächlich, wie kommen Sie an die Stoffe? Also gehen die Leute, die Regisseure auf Sie zu, sprechen Sie an oder sind Sie selber initiativ, gucken, was Sie gerade so machen? Das würde mich interessieren, weil gerade machen so Fernsehsachen, müsst keine Rosamunde Pilcher schneiden, sondern haben da wirklich ganz tolle Sachen. Ja, also, naja, das hat sich halt so entwickelt. Also so wie bei jedem, das ist ja in dieser Filmbranche, gilt ja für jeden Beruf, das ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn du dich nicht ganz blöd anstellst, wie nicht, also so wie du auch sagst, also so schwierig ist es im Grunde auch nicht am Anfang, ja. Und man muss natürlich eine entsprechende Persönlichkeit schon mitbringen und eben Charakter, also eben schon diese, jetzt will ich kurz auch noch mal das sagen, mit dem Ego zurücknehmen, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die man haben muss. Und aber auch Ego einerseits zurücknehmen, aber trotzdem eine Haltung haben, eine eigene. Genau. Ja? Und das ist eben, und diese Kombination, die ist eben essentiell für diesen Beruf. Und ja, also wie habe ich das, also ich habe eben bei der erste Kinofilm, glaube ich, ist eben Du, mich auch mit Dani Levy. Da bin ich irgendwie, weiß nicht, über Dörte Völz, eine Editorin, die ich, bei der ich mal assistiert hatte, irgendwie bei Ulrike Ottinger, die China, die Künste der Alltag. Wunderbar. Ja, habe ich alles angelegt, 16 mm, oh, Tonnen von Material, ja. Ohne Klappen, ohne alles, gut, chinesisch, ja. jedenfalls... und die hat dann eben, die suchten Editorin und dann hat die mich da empfohlen, so habe ich den, also da gab es ja erst einen anderen, eigentlich hat er einen anderen Regisseur und so, dann da gab, war dann gleich irgendwie große Verwerfung innerhalb dieser Produktion und so und das, ja, aber da hat man, weil so kann man dann eben gleich ganz schnell lernen, wo eben auch psychologisch da viel zu retten ist oder eben zu tragen ist, ja. Und dass dieser Film so ein Erfolg würde, ehrlich gesagt, das haben wir alle nicht geglaubt, ja. Also das, wir haben, ja, das ist so ein Erstlingsfilm und so ein, ja, im Grunde eine Verfilmung eines Hörspiels war das ja, glaube ich, von Dani damals. Und ja, und dann lief der irgendwie über ein Jahr in Berlin im Kino, das war natürlich völlig irrsinnig, ja. Und ja, und so, ich weiß nicht, dann habe ich wiederum über andere, weiß ich, dann bin ich an Michael Klier irgendwie gekommen, beziehungsweise eine gute Freundin von mir sagte, du, der Michael Klier, das ist ein interessanter Regisseur,
an den musst du dich mal, da halt dich mal an oder guck mal, was der macht. Und zur, irgendwie, weiß ich nicht, habe ich den sogar, doch kann sein, dass ich, nee, ich habe ja auch überall schon geschnitten, also umgeschnitten, da war erst jemand anders, aber gut, das sind ja dann eben auch, wie du ja auch schon erlebt hast, sowas gibt es leider, ich versuche es nicht mehr zu machen, weil es natürlich immer unangenehm ist, aber nein, so, also und dann, ja, und dann hat sich, also wenn, also da muss ich schon sagen, also diese beiden, also eben diese Filme mit Michael damals, also diese Verbindung, das war schon so ein Grundstein natürlich für meine Karriere. Der erste Film war 88 halt, dann eben Überall ist es besser und dann Ostkreuz 91. Und daraus dann lernte ich halt dann, gut, dann habe ich inzwischen an der DFFB unterrichtet auch schon, also mit Anfang 30, also Anfang der 90er Jahre. Und ja, habe da dann im Grunde Christian Petzold habe ich über Michael Klier kennengelernt. Und dann war der aber auch, da hat er noch studiert und so. Und ich, also so, also das ist so, ja, ich weiß, also man... Also ehrlich gesagt, ich muss leider, also was heißt leider, ist ein bisschen unangenehm, aber ich habe nie irgendwo angerufen und gefragt, willst du mit mir arbeiten? Ja, also das muss ich zu ja. Aber das, ja, das ist halt, man darf auch nicht vergessen, das war auch eine ganz andere Zeit damals in Deutschland, also im Filmbereich, ja, also das war also eben sowieso auch als ich an, ich habe ja Ende der 70er Jahre angefangen, das war absolut exotisch, da also wirklich bewusst zu sagen, ich will im Film arbeiten und kaum jemand wollte das. Es war einfach, also dieser Boom, dass plötzlich alle in Medien, mit Medien was machen wollen, der fing ja erst in den 90er Jahren im Grunde so richtig an, ja. Und das heißt, diese, also da kann ich natürlich auch sagen, es war auch ein Privileg, eben dann sozusagen zu dieser Zeit damit anfangen zu können. Ja. Muss, also ist so, ja. Also ich beneide das heute nicht, dieser, ich meine, weil das eben eine wahnsinnige, so ein Boom halt heute ist und eine Riesenkonkurrenz natürlich. Nicht? Also das ist, weil jeder will das, jeder, also rein, jeder auch, will das machen. Also. Es gab zum Beispiel auch so, wer mit Fassbinder zum Beispiel gearbeitet hat, der wurde gleich gar nicht mehr engagiert. Das gab es einfach so. Also das weiß man heute alles nicht. Ist aber nicht schlimm. Man musste sich durchbeißen und du musstest auch dein Handwerk einfach ausüben. Und dann hast du dich da auch bemüht. Also ich habe mich einmal beworben bei Angie Weida, weil ich einfach den Film schneiden wollte, wo Hanna die Hauptrolle spielt. Eine Frau aus Deutschland. Da dachte ich, das kann doch nur ich. Ich kenne doch die Hanna. Ne? Also ich war da ganz naiv. Ja. Und das hat nicht funktioniert. Nee. Ich habe mich auch bei Tarkowski beworben, weil ich den so verehrt habe. Okay. Ich habe dann ein Drehbuch über ihn geschrieben. Also es ist, wir waren schon, also ich war schon sehr Regie. Abhängig, wer macht was für Filme und was für besondere Filme, sage ich jetzt mal so. Aber das war meine Aufzucht. Man hat sich, ich habe auch einen Film gemacht mit einem sehr guten Fernsehregisseur, Tom Tölle, Via Mala, dreiteiliger. Ich habe mir alle seine Filme angeguckt. Das war mir immer wichtig. Was hat er für Filme gemacht? Also so, es kam nicht so per Zufall auf mich zu, das muss ich schon sagen. Ich habe dann schon auch ausgewählt. Also ich hatte ein Thema, ich wollte gute Sachen machen. Egal, ob sie jetzt Fernseh oder Kino sind. Und Fernseh, da gehörte ich nicht so hin, weil mich jeder in die Kinoschiene packte. Aber ich habe auch, Alexanderplatz war ein Fernsehwerk, was wir alle als Kinowerk angeguckt haben. Also es hat sich viel verändert und es kommt jetzt wirklich zum Schluss immer auf dich drauf an, wie du dich dem hinzubewegst. Also wenn du sagtest, auch der macht scheiß Filme, dann solltest du es lieber lassen. Aber manche lernen auch dabei. Also ich hatte auch Vorurteile manchmal und habe mich gewundert, dass ich Spaß... Also ich wollte das Handwerk als Profession auch ausüben. Und das habe ich auch von den Kollegen in Amerika gelernt. Also gut, Thelma Shoemaker hat kaum einen Film außerhalb von Scorsese gemacht. Hat er auch nicht zugelassen. Rainer hätte mich nie hergegeben. Das ist dann auch eine Last. Ne? Aber mir war es recht. Ich hatte ja Arbeit. Erst später blieb mir nichts anderes übrig, auch zu sagen, jetzt gucke ich mal, wie die anderen arbeiten. Das war manchmal auch schwer. Du kannst dich so wohlfühlen und auf einmal... denkst du, also wenn du in so einer Familie drin bist, dann ist das sehr, sehr schön. Das ist, hat wirklich was sehr Schönes. Und die Filme waren immer weltweit bekannt.
Das kommt auch noch. Ja, und vor allen Dingen natürlich auch der Rhythmus des Drehens. Ich meine, ja, zwei klar. Filme im Jahr. Das heißt, das war ja wirklich eine. Man war immer beschäftigt. Ja, war ja nicht, also eben, man konnte davon ja auch leben. Also ich weiß ja nicht, ob es immer gut bezahlt war, aber jedenfalls, man hatte nie Leerzeiten. Nicht so eben. Darum, das ist ja eine sehr außergewöhnliche. Also da war da auch für damalige Verhältnisse und auch heute. Das gibt es einfach nicht. Das wissen die wenigsten, dass du immer engagiert bist für einen Film und dann kommt wieder ein Loch. Ja, genau. Und dann kann auch mal 3 Monate nichts sein. Das kann auch passieren. Ja. Und dann gehst du, ich habe das nie gemacht, also ganz selten, ganz am Anfang, dann bist du arbeitslos und bist du aber wieder, also es gibt nichts Schöneres als Schneiden. Du willst da drin sein. Ne? Du willst, das ist, es macht auch süchtig. Ne? Ja, das ist so. Jetzt alles, was ich sagen wollte. Schön. Dann möchte ich Sie jetzt alle gleich noch ganz herzlich einladen, gleich jetzt im Anschluss an das Gespräch ganz zackig rüber ins Ostentor-Kino zu gehen. Um 17 Uhr zeigen wir, wie gesagt, Wild, den neuen Film von Nicolette Krebitz, den, wie gesagt, Bettina Böhler montiert hat. Nicolette Krebitz wird auch selbst zu Gast sein. Sie wird da sein und im Anschluss noch für ein Q&A da bleiben und sprechen. Und nach Wild gehen Sie dann am besten gleich wieder hierher zurück. Da drüben im kleinen Akademiesalon zeigen wir den Film von Luise Brinkmann, den eben Maren Unterburger montiert hat, Bibi-Tat. Und dann bedanke ich mich recht herzlich dafür, dass Sie da waren. Es war ein total schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank und noch viel Spaß hier beim Herbstspiel. Ja.